ويكون فيكم. لن أدعكم يتامى، فإني أرجع إليكم بعد قليل. لن يراني العالم، أما أنتم فسترونني، لأني حي ولأنكم أنتم أيضا ستحيون. إنه في ذلك اليوم تعرفون أني أنا في أبي، وأنكم فيا وأني فيكم. من تلقى وصاياي وحفظها فذاك الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي. وأنا أيضا أحبه وأظهر له ذاتي حقا. Doxasi, das ist der griechische Ruf am Ende des Evangeliums. Sie haben eben einen griechisch-melkitischen Priester gesehen, der auf arabischer Sprache das Evangelium im byzantinischen Ritus vorgetragen hat. Bringt nun das Evangeliar dem Heiligen Vater, der es küsst und damit die Menschenmenge segnet. Papst Franziskus wird nun predigen, und zwar auf Italienisch. Ich habe gehört, dass der Patriarch Tual, der lateinische Patriarch, am Schluss der Messe eine arabische Zusammenfassung sprechen wird, aber sicher bin ich nicht. Ich habe hier den italienischen Text und eine deutsche Übersetzung, die ich Ihnen vortragen werde. Im Evangelium haben wir die Verheißung Jesu an seine Jünger gehört: Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Der erste Beistand ist Jesus selber. Der andere ist der Heilige Geist. Hier befinden wir uns nicht weit von dem Ort, an dem der Heilige Geist machtvoll auf Jesus von Nazareth herabkam, nachdem Johannes ihn im Jordan getauft hatte. Wo ich heute hingehen werde. Das Evangelium dieses Sonntags und auch dieser Ort, an dem ich mich Gott sei Dank als Pilger befinde, laden uns daher ein, über den Heiligen Geist nachzudenken, über das, was er in Christus und in uns vollbringt und was wir so zusammenfassen können. Der Geist vollzieht drei Handlungen. Er bereitet vor, er salbt und er sendet aus. Im Augenblick der Taufe lässt der Geist sich auf Jesus nieder, um ihn auf seine Heilssendung vorzubereiten. Eine Sendung, die durch den Stil des demütigen und gütigen Knechts gekennzeichnet ist, der bereit ist zum Teilen und zur völligen Hingabe seiner selbst.
Ma lo Spirito Santo presente fin dall'inizio della storia della salvezza. Doch der Heilige Geist, der seit Anbeginn der Heilsgeschichte zugegen ist, hatte in Jesus schon im Moment seiner Empfängnis im jungfräulichen Schoß Marias von Nazareth gewirkt, als er das wunderbare Ereignis der Menschwerdung verwirklichte. Der Geist wird dich erfüllen, dich überschatten, sagte der Engel zu Maria, und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Später hatte der Geist am Tag der Darstellung Jesu im Tempel in Simeon und Hanna gewirkt. Beide in Erwartung des Messias, beide vom Heiligen Geist inspiriert, erfassen Simeon und Hanna beim Anblick des Knaben intuitiv, dass er genau der vom ganzen Volk Erwartete ist. Im prophetischen Verhalten der beiden ehrwürdigen Greise kommt die Freude der Begegnung mit dem Erlöser zum Ausdruck und vollzieht sich in gewisser Weise eine Vorbereitung der Begegnung zwischen dem Messias und dem Volk. Die verschiedenen Momente des Wirkens des Heiligen Geistes sind Teil eines harmonischen Tuns, eines einzigen göttlichen Plans der Liebe. Die Sendung des Heiligen Geistes besteht nämlich darin, Harmonie zu schaffen. Er selbst ist Harmonie. Und in den verschiedenen Zusammenhängen sowie unterschiedlichen Personen Frieden zu stiften. Die Verschiedenheit der Menschen und des Denkens darf nicht Ablehnung und Hindernisse auslösen, denn die Vielfalt ist immer eine Bereicherung. Rufen wir darum heute mit brennendem Herzen den Heiligen Geist an und bitten wir ihn, den Weg des Friedens und der Einheit vorzubereiten. Zweitens, der Heilige Geist salbt. Er hat Jesus innerlich gesalbt und er salbt die Jünger, damit sie die gleiche Gesinnung wie Jesus haben und so in ihrem Leben Verhaltensweisen annehmen können, die den Frieden und die Gemeinschaft fördern. Mit der Salbung des Geistes wird unser Menschsein von der Heiligkeit Jesu Christi geprägt und macht uns fähig, die Mitmenschen mit derselben Liebe zu lieben, mit der Gott uns liebt. Darum ist es nötig, Zeichen der Demut, der Brüderlichkeit, der Vergebung und der Versöhnung zu setzen. Diese Zeichen sind Voraussetzung und Bedingung für einen wahren, beständigen und dauerhaften Frieden. Bitten wir Gott, uns zu salben, damit wir ganz seine Kinder und Christus immer ähnlicher werden, um uns alle als Brüder und Schwestern zu fühlen, so Groll und Spaltung aus unserer Mitte zu entfernen und uns brüderlich zu lieben. Das ist es, was Jesus im Evangelium von uns verlangt hat. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Und schließlich sendet der Heilige Geist aus. Jesus ist der Gesandte, erfüllt vom Geist des Vaters. Vom gleichen Geist gesalbt sind auch wir ausgesandt als Boten und Zeugen des Friedens. Quanto bisogno ha il mondo di noi come messaggeri del. Wie sehr hat die Welt von uns, braucht die Welt uns als Boten des Friedens? Es ist eine Notwendigkeit. Und das Darum bittet uns die Welt, den Frieden zu bringen und den Frieden zu bezeugen. Den Frieden kann man nicht kaufen. Das wird nicht verkauft. Frieden ist ein Geschenk, das man geduldig suchen und von Hand aufbauen muss, durch kleine und große Handlungen, die unser alltägliches Leben einbeziehen. Der Weg zum Frieden festigt sich, wenn wir erkennen, dass wir alle das gleiche Blut haben und Teil des Menschengeschlechts sind. Wenn wir nicht vergessen, dass wir einen einzigen Vater im Himmel haben und alle seine Kinder sind, geschaffen als sein Abbild, ihm ähnlich.
In questo spirito, in diesem Geist umarme ich euch alle. Den Patriarchen, die Mitbrüder im Bischofsamt, die Priester, die gottgeweihten Personen, die gläubigen Laien sowie die vielen Kinder, die heute die erste heilige Kommunion empfangen. Und ihre Familienangehörigen. Mein Herz wendet sich auch den zahlreichen christlichen Flüchtlingen aus Palästina, Syrien und Irak zu. Und auch wir wenden uns mit unserem Herz an ihn. Provenienti dalla Palestina, dalla Siria e dall'Iraq. Portate alle vostre. Bringt meinen Gruß und meine Nähe in eure Familie und Gemeinden. Und meine Nähe. Cari amici, liebe Freunde, liebe Brüder. Der Heilige Geist ist am Jordan auf Jesus herabgekommen und hat den Anstoß zu seinem Werk der Erlösung gegeben, um die Welt von Sünde und Tod zu befreien. Ihn bitten wir, unser Herzen auf die Begegnung mit den Mitmenschen jenseits der Unterschiede von Ansichten, Sprache, Kultur und Religion vorzubereiten. Unser ganzes Sein mit dem Öl seiner Barmherzigkeit zu salben, dass die Wunden der Fehler, der Verständnislosigkeiten und der Streitigkeiten heilt und uns demütig und gütig auszusenden auf die anspruchsvollen, aber fruchtbaren Pfade der Suche nach dem Frieden. Nei sentieri impegnativi ma fecondi della ricerca della pace. Amen. Sie haben es gehört, die Menschen haben sich bedankt. In das Stadion hier passen 20.000 und so viele werden es wahrscheinlich auch sein. Wie gesagt, unter ihnen 1.300 Erstkommunionkinder. Ah, hier, das ist der Vikar des lateinischen Patriarchen für Jordanien, Erzbischof Laham. Er war vorher, wenn mich nicht alles täuscht, in Algerien und ist seit einigen Jahren hier der Erzbischof als Vikar. Und er liest nun eine arabische Übersetzung der Predigt des Papstes vor.